Das hier hat nichts mit Sturm Sabine zu tun, auch nicht mit den Stürmen, die danach kamen und die letzten 3 Wochen. Das war ja nur Sauwetter, wilde Winde und alles. Aber das hier, das war ich selber. Bleib mal dran. Naja, kleines bisschen schäme ich mich ja. Wir haben uns jetzt 4 Wochen nicht gemeldet. Also jetzt wird es mal wieder Zeit. Also es war so, wir hatten 3 Wochen, wirklich 3 Wochen lang im Grunde nur Regen. Dauerregen ohne Ende. Das alles am Absaufen. Wir konnten auch noch nicht mal was aussehen draußen. Ich wollte ja eigentlich die dicken Bohnen noch raushauen. Aber der Bohnen, das war so matschig und so vollgemoddert und so. Das hat gar keinen Zweck gehabt. Die Kamera hätten wir auch nicht aufstellen können, wir hätten jetzt keine Filme mehr drehen können, die wäre kaputt gewesen, weil so hätte man die gar nicht schützen können vor dem Regen. Wenn ich mal Zeit hatte, hat es geregnet, es gab wirklich keine Möglichkeit, überhaupt nur ein vernünftiges Video zu machen. Das heißt aber nicht, dass hier nichts passiert ist und das zeige ich euch mal jetzt. Was den Holzhaufen angeht, den ihr gerade eben gesehen habt, das war hier vorher das Klo. Das habe ich nämlich weggerissen, weil hier will ich was Neues bauen. Da kommen wir aber später zu. Ich mache es ja gar nicht aussprechen, aber so langsam geht das nun wirklich los. Endlich scheint mal die Sonne und die Bäume treiben jetzt langsam aus. Das ist hier der Pflaumenbaum. Das ist die Sorte Black Amber. Oh, so eine dicke, schwarze Pflaume oder was. Jo, die treiben jetzt aus und dann hoffen wir mal, dass die jetzt so langsam in die Gänge kommen, dass endlich der Frühling kommt. Genauso wie hier bei der Aprikose, die ist auch schon gut in Gange. Das Problem bei den Aprikosen ist immer, und auch bei den Pfirsichen, dass sie ziemlich früh blühen und meistens nochmal Frost abkriegen. Das heißt, wahrscheinlich hat man da keine Früchte dran. Aber vielleicht haben wir ja mal Glück und die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier in dem Hochbeet, da hatten wir ja Radieschen und Feldsalat ausgesät. Da passiert auch schon ein bisschen was. Radieschen kommt schon langsam raus. Der Feldsalat tut sich ein bisschen schwer. Ich glaube, ich habe hier mehr Unkraut so als Feldsalat, aber das werden wir mal sehen. Ich sehe gerade, das braucht mal ein bisschen Wasser. Das mache ich mal klar. Tja, wenn wir im Moment was haben, dann ist das Wasser. Der Pool hier, das ist unser Wasserreservoir, das ist wirklich nur durch Regen so voll geworden. Da sind 8000 Liter drin. Seit Anfang letzten Jahres, da hatten wir so eine Pfütze drin, ist das Ding komplett vollgelaufen. Also wir hatten, glaube ich, nicht zu wenig Regen. Zumindest nicht seit, sag ich mal, Herbst. Also Regen hatten wir genug. Das muss erstmal genügen. Wir haben jetzt auch erstmal genug Wasser für den Garten und jetzt gieße ich mal kurz die Radieschen. Tja, und hier wollen eigentlich die Tulpen wachsen, aber man sieht, dass hier der Boden aussieht wie ein Schweizer Käse. Naja, irgendein Viech frisst uns hier sämtliche Tulpenzwiebeln weg. Hier sieht man überall diese Blätter von den Tulpen. Die Zwiebeln sind da rausgefressen, Loch gebuddelt, Zwiebel rausgefressen, fertig. Ich weiß nicht, ob das Wühlmäuse sind oder Rehe. Keine Ahnung, Rehe haben wir hier jede Menge, Wühlmäuse sicher auch. Aber ich weiß wirklich nicht, was das war. Vielleicht habt ihr eine Idee, wer sowas macht. Ich weiß es nicht. Tja, und hier genauso, überall, alles voll Löcher, überall, wo die Tulpen sind. Die Zwiebeln rausgefressen, die Blätter liegen daneben. Tja, was soll man machen, ist die Natur. Aber ich bin richtig froh darüber, dass sie unsere Steppenkerzen in Ruhe lassen. Ob das nun Rehe oder was für Viecher auch immer das sind. Die Steppenkerzen, die sind mir jetzt schon richtig schön dick und fett gewachsen. Die gefallen uns richtig. Da sind wir mal gespannt, was das für Dinge werden. Das scheint eine richtig große Oschi zu werden. Also hier in unseren Gemüsebeeten, da ist noch gar nichts passiert. Das war, wie gesagt, so ein Sauwetter, das ist nur Matschboden, hat überhaupt keinen Zweck, hier überhaupt irgendwas zu machen. So langsam geht's los und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen hier unsere erste Aussaat starten können. Die Mulchschichten, die sind hier so ziemlich vollständig weggerottet. Hier entsteht jetzt schon langsam ein bisschen Moos, das werden wir die nächsten Tage mal runternehmen. Und dann wird das hier wohl hoffentlich auch losgehen. Hoffen wir mal, dass die Sonne da oben auch da bleibt, wo sie hingehört. Der Rosenkohl hier, das war dieses Jahr im Grunde eigentlich nichts. Wir haben hier noch nichts Tolles ernten können. Ein paar Röschen werden wir hier noch abknabbern können. Aber dann hat sie das auch erledigt. Also eine kleine Ernte, vielleicht für ein Mittagessen wird hier übrig bleiben. Die meisten sind hier so, weiß ich nicht, angefressen oder
noch nicht richtig gewachsen, kommt irgendwie nicht richtig in die Gänge. Wie gesagt, die nächsten Tage ist das hier Geschichte und dann essen wir da ein bisschen was von und dann war es das. Ist ja nicht schlimm, sind bloß ein paar Saatkörner gewesen. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Bastelbaustelle hier. Das hier, das wird nämlich unsere Außenküche. Wir haben hier das Klo weggerissen, das kommt woanders hin. Ist ja nur ein Holzding, abschrauben, woanders hinbauen, fertig. Also wie gesagt, das wird unsere Außenküche, wird überdacht sein, das heißt hier mit einem transparenten Dach und an den Seiten hinten, da wird ein geschlossenes Dach sein. Das Prinzip, was ich mir ausgedacht habe hier für diese Küche, ist eigentlich ganz simpel. Das hier, das ist ein sogenanntes Spikeport oder ein hier Fahrradunterstand, Universalunterstand, wie auch immer. Also zu verstehen wie so ein Carport, nur eben deutlich kleiner, mit einem transparenten Dach, was noch nicht drauf ist, das kommt später. Und mit den Abmessungen 2x2 Meter, nicht mehr, nicht weniger. Also vier Pfosten, die ich einbetoniert habe. Und den Fußboden habe ich da rundherum mit einer Lattenkonstruktion konstruiert. Fertig, aus. Viel mehr ist das gar nicht. Eigentlich ganz simpel, man muss das nur einmal richtig ausrichten. Und ihr glaubt ja gar nicht, was ich dafür mir gekauft habe. Pass mal auf. Mein Motto ist ja eigentlich, nichts muss gerade, alles darf schief. Aber ich habe mir eine Wasserwaage gekauft. Und ich habe das so genau ausgerichtet, dass das endlich mal so richtig geil hinhaut. Sogar die rechten Winkel habe ich kontrolliert. Beste Meldung. Ich glaube, ich habe hier, na, bis auf die Hütte, die habe ich glaube ich auch so ähnlich gebaut. Aber so genau habe ich weder das Gewächshaus noch das andere Gewächshaus gebaut. Wie gesagt, nichts muss gerade, alles darf schief. In dem Falle hier versuche ich mal alles gerade hinzukriegen. Ich werde verrückt. Wahnsinn! Alles gerade. Und hier auch. Geile Sache, so eine Wasserwaage. So, hier habe ich erstmal die alten Brenner verballert, die sind zwar teilweise schon ziemlich verwittert, ist aber völlig wurscht, weil da kriegt sowieso alles noch Farbe, genau wie die ganze Hütte irgendwann demnächst mal, so im Sommer oder was. Und dann ist das egal, dann sieht das auch wieder ordentlich aus. Die Brenner sind auch in Ordnung, also warum sollte ich weghauen? So, nun will ich euch nochmal erzählen, wie ich mir die ganze Geschichte hier gedacht habe. Also hier in diesem Stückchen hier, da wird eine Arbeitsplatte, da baue ich eine Arbeitsplatte. Hier wird so eine Waschgelegenheit, also um Gemüse und so weiter, alles mal schön ordentlich sauber zu machen. Da will ich eine richtig schön große Schüssel einbauen. Hier unten wird dann eben, weiß ich, Ablagefläche, weiß der Himmel was. Wie gesagt, hier diese Ecke, Arbeitsfläche und Abwaschgelegenheit. Hier auf diesem Stück, da werde ich hier komplett zumachen. Das heißt, hier hinten wird eine Wand kommen, das heißt mit Holz wieder, so wie da vorne auch. Und hier wird der Grill nachher stehen, das heißt geschlossen. Hier wird es geschlossen, da wird es geschlossen und hier wird es in diese Richtung auch geschlossen sein. So, und nun kommen wir zu dem komplett offenen Bereich. Das heißt, hier wird der Eingang sein. Dann werde ich hier eine Arbeitsplatte hinbauen und hier auch eine komplette Arbeitsplatte. Hier wird dann der Planscher, wer nicht weiß, was ein Planscher ist, werdet ihr alles erfahren, wird hier demnächst irgendwann stehen. Hier kommt ein Planscher hin und hier wird Kochplatte stehen. Während hier in dem Bereich, dieses Stückchen hier, so ungefähr, sag mal, Meter, noch eine Arbeitsplatte entstehen wird. Hier wird es überdacht sein, hier wird es komplett offen sein und hier wird noch ein Stückchen zu sein, sodass wir hier einen komplett offenen Bereich haben. So, und jetzt gucken wir nochmal ins Gewächshaus rein. Tja, wie man sieht, die Radieschen, die sind gekommen. Die haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir die ausgesehen, war das Januar oder was? Na, auf jeden Fall, die kommen. Mal gucken, was das wird. War ja ein Versuch und bis jetzt hat es geklappt. Mit dem Feldsalat hier noch, hier kommen ein paar kleine Dinge so. Der tut sich überall schwer, sowohl im Hochbeet als auch hier. Naja, hier kommt auch noch ein bisschen was. Da passiert vielleicht ja noch was. Und hier nochmal die Riesenzwiebel. Also die kommen langsam, aber sie kommen. Und wenn man so guckt, so, tja,
Vielleicht wird das ja was. Das sind nicht alle gekommen. Ein paar stecken hier noch in den, na, weiß ich nicht. Obwohl, hier kommt auch was raus. Und da nicht, da auch nicht, da auch nicht. Aber sonst kommen sie eigentlich fast alle raus. Ich hoffe mal, dass das richtige, schöne, dicke, fette Oschis werden. Die sollen ja 1 bis 1,5 Kilo nachher wiegen. Bin ich echt mal gespannt. Ich finde das total geil. So ein Scheiß macht doch Spaß. Jo, und dann haben wir hier ja noch die Steckzwiebeln. Also die gehen alle ab wie Schmitz Katze, wenn man sich das Ding hier anguckt. Also unglaublich. Das ist in einem Monat gewachsen wie blöde. Die Dinge, die müssen jetzt tatsächlich bald mal ins Beet. Also da muss ich mir jetzt mal endlich mal Gedanken machen. Das wird jetzt die nächsten Tage passieren, dass die Zwiebeln, die, also zumindest die Steckzwiebeln, dass die alle schon mal ins Beet kommen. Und einige von euch haben uns ja gefragt, ob wir den Sturm gut überstanden haben. Also wir haben den Sturm gut überstanden. Ich hoffe, ihr auch. Bei einigen ist sowas kaputt gegangen. Bei uns leider auch. Wir haben einen richtig heftigen Schaden, und zwar am Haus. Am Vogelhaus. Das Dach ist abgedeckt. So, das war's für heute erstmal wieder. Wie ihr seht, so viel ist in der letzten Zeit hier gar nicht passiert. Das hat sich auch nicht gelohnt, noch irgendwas zu filmen oder was. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier mit dem Teil weitergeht, bleibt einfach dran in den nächsten Videos, und es wird auch wieder häufiger Videos geben, sobald die Sonne oben rauskommt und die Kamera trocken bleiben kann, werden wir auch wieder mehr Videos drehen. Es wird ja auch wieder mehr passieren. Jetzt wird es langsam warm, jetzt wird es langsam angenehm. Wir können aussehen, wir können pflanzen, wir können buddeln. Also bleibt dran, und jetzt werden wieder öfter Videos kommen, und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.